Ich lade euch ein, das Lukas-Evangelium im Neuen Testament aufzuschlagen, im 10. Kapitel. Wir wollen heute die Verse 38 bis 42 hören und tun. Lukas 10, Verse 38 bis 42. Bevor wir den Text lesen, stell dir bitte folgende Begebenheit vor. Tommy und Jenny, zwei Kinder, spielen im Kinderzimmer. Auf einmal dreht sich der Schlüssel und Papa kommt von der Arbeit. Jenny steht sofort auf und läuft zu ihrem Vater, trifft ihn im Wohnzimmer, umarmt ihn, begrüßt ihn, kuschelt mit ihm und genießt einfach die Zeit mit ihrem Papa. Und Tommy, der Verantwortungsbewusste, der denkt sich, nee, so geht's nicht, muss erst mal aufräumen, wenn man gespielt hat. Und dann räumt er auf und räumt auf. Und sagen wir einfach, sie haben eine ganze Lego-Welt aufgebaut und er muss jetzt alles aufräumen. Und irgendwann ist seine Frustration so groß, dass er aufsteht und ins Wohnzimmer geht und zu seinem Vater sagt, sag mal, Papa, interessiert's dich nicht, dass ich die ganze Zeit alleine aufräume und Jenny hier die ganze Zeit mit dir rumkuschelt? Die ist faul, die hilft mir überhaupt nicht, sag mal was. Und der Vater sagt, Tommy, glaub mir, Jenny hat alles richtig gemacht. So manche Eltern würden vielleicht an dieser Stelle besorgt werden und sich fragen, Mensch, was bringt der Pastor heute meinen Kindern bei? Die sollen gefälligst ihr Zimmer aufräumen. Aber die Frage ist, was bringt Jesus dir heute bei? Und jetzt lesen wir diesen Text. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass Jesus in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist notwendig. Maria aber hat das gute Teil gewählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Gemeinsam zu den Füßen Jesu sitzen ist das Thema heute. Gemeinsam ist unsere Predigtserie und wir denken über die biblische Perspektive für christliche Gemeinschaft und auch so für Hauskreise nach. Und wenn wir nach einem Bibeltext suchen, wo uns so etwas wie ein Hauskreistreffen beschrieben wird, dann wäre das eigentlich der perfekte Text. Denn hier sind einige Nachfolger von Jesus zusammen, nicht viele, kleiner Kreis, Gemeinschaft im privaten Rahmen, in den Häusern und Jesus ist mit dabei. Quasi perfekt. Und in diesem, nennen wir es jetzt einfach mal Hauskreis, stehen zwei Frauen im Mittelpunkt des Geschehens. Beide Frauen, darauf möchte ich dich aufmerksam machen, beide Frauen sind dabei. Beide sind mit Jesus zusammen. Beide tragen den gleichen Nachnamen. Sie sind sogar Schwestern. Und doch sind sie so unterschiedlich, dass Jesus eine von ihnen lobt und die andere tadelt. Christliche Gemeinschaft oder auch Hauskreise
dein Zusammenleben mit deinen Geschwistern ist mehr als einfach in einem Haus zusammen zu sein. Das sehen wir hier. Denn sie sind alle in einem Haus und trotzdem stimmt etwas gewaltig nicht bei einem der Teilnehmer. Und so ist die Sorge, die mich bewegt und mit Sicherheit auch viele von euch, ist, okay, wenn wir jetzt mehr und mehr christliche Gemeinschaft quasi nicht nur in unserem großen Gottesdienst, wo alle da sind, haben, sondern vielmehr in kleinem Rahmen, wo man sich wirklich kennen kann, füreinander da sein kann und so weiter. Da ist doch eine Sorge, die uns beschäftigt. Reicht es wirklich aus, wenn wir einfach uns in Kleingruppen aufteilen und uns dann in den Häusern treffen? Ist das, was wir mit Hauskreisen meinen? Und Jesus würde sagen, nein. Denn wenn wir so zusammen wären, wie es Martha hier verkörpert, dann würde Jesus unsere Hauskreise zurechtweisen und nicht sagen, super. Das bedeutet, Hauskreise und Hauskreise, Gemeinschaft und Gemeinschaft, großer Unterschied. Es ist mehr als nur zusammen zu sein. Und Gott zeigt uns heute in diesem Wort zwei wichtige Wahrheiten. Das erste, er zeigt uns eine unscheinbare Gefahr. Sie ist unscheinbar und dadurch umso gefährlicher. Und sie betrifft einige hier. Und jetzt siehst du das noch nicht, weil das diese Gefahr an sich hat, dass es unscheinbar ist. Deshalb ist es Gebet, dass der Herr Jesus dir, während er jetzt spricht, die Augen auftut. Das erste ist die unscheinbare Gefahr. Und das zweite ist die eine absolute Notwendigkeit. Die eine absolute Notwendigkeit. Erstens die unscheinbare Gefahr. Wäre Martha in deinem Hauskreis, was würdest du von ihr denken? Würden wir nicht eigentlich so, wie sie sich am Anfang verhält, sagen, Mensch, das ist eine Vorzeigejüngerin. Sie ist die Initiatorin, sie öffnet Jesus ihr Haus. Sie macht eigentlich alles richtig, sie ist ein Vorbild, sie ist eine Dienerin. Sie kümmert sich um alles drumherum, sie ist reich an guten Werken. Aber sie repräsentiert in dieser Begebenheit falsche Anbetung. Falsche Anbetung. Sie lud Jesus in ihr Haus ein, sie übt Gastfreundschaft, sie ist die Fleißigste, sie diente und Jesus sieht es mit völlig anderen Augen. Deshalb frage ich, was war ihr Problem? Und wir können es so sagen, was wichtig ist, wurde für Martha das Wichtigste. Und das hat wiederum alles Wichtige falsch gemacht. Eigentlich hat sie hier nichts falsch gemacht, aber alles, was sie gemacht hat, hat sie falsch gemacht. Und das passiert nur durch eine einzige Sache, nämlich wenn das eine, das notwendig ist, von deinem ersten Platz auf Platz zwei rückt, dann geht alles kaputt, dann ist alles abgelehnt. Denn das eine, das Wichtigste, das Herz, das Zentrum, ist, worauf es ankommt, in Gottes Augen. Und das zeigt uns, ihr Lieben, als Christen stellen wir uns nicht nur die Frage, was ist richtig und was ist falsch? Oder was ist gut und was ist böse? Und manche leben so, als wären das die einzigen Fragen, die wir uns stellen. Nein, unsere Frage ist auch, was ist wichtig und gut und richtig, aber was ist wichtiger und besser und richtiger in Gottes Augen. Und Jesus drückt es so wunderbar aus. Es ist immer wieder faszinierend. Hier sind ein Dutzend Zeilen in meiner Bibel und wie viel Wahrheit Jesus in so wenige Worte packt, ist einfach unfassbar. Er sagt es so einfach. Martha, eins ist notwendig. In deinem Glauben an Gott ist genau eine Sache notwendig. Wusstest du das? Es sind nicht 100 Sachen, es sind auch nicht 50 Sachen, es sind auch nicht 10 Dinge. Es ist eine Sache, die notwendig ist und die Jesus als notwendig bezeichnet. Und das schlägt direkt ein im Denken vieler Menschen, denn sie haben so ein Bild von Gott, dass Gott fordert, Gott will, Gott ist so eine Art Zuchtmeister, Gott engt ein, Gott ist hart.
Und wenn das das Bild von Gott ist, dann endet man da, wo Martha letztendlich in dieser Geschichte endet. Nein, Gott hat nicht einfach Interesse daran, dass du 10 oder 50 oder 100 Dinge tust. Überhaupt nicht sogar. Gott nennt eine Sache notwendig und das zeigt Gott in der ganzen Heiligen Schrift. Gerade wenn das religiöse Leben florierte, wo eigentlich alles stimmte. Ich gebe nur ein Beispiel, das Buch Maleachi. 3 kurze Kapitel, lies es dir durch. Und da laufen Gottesdienste einer nach dem anderen, da werden Opfertiere gebracht, da läuft die Sache. Und Gott hat eine Bitte an das Volk. Ach, wäre doch einer da, der die Türen des Tempels zuschließen würde. Eure Feste sind mir ein Greuel. Und das zeigt uns etwas Herrliches über Gott. Denn Gott hat kein Interesse an einem Dienst, der dich einfach nur knechtet und kaputt macht. So einen Dienst will Gott nicht von dir. So ein Gott ist er nicht. Und auch heute, wenn wir über Hauskreise nachdenken, und natürlich, da machen wir uns Gedanken als gesamte Gemeindeleitung. Wie sollen wir Hauskreise denn gestalten? Wo ist das richtige Maß an Freiheit und Spontanität? Und wo ist das richtige Maß an Struktur und Grundlagen, die für alle gleich sein sollen und so weiter? Und viele, viele Fragen. Und dann liest man sich Hauskreismodelle durch und davon wird der Markt überflutet. Vorstellungen von Hauskreisen, Modelle, Strategien mit vielen, vielen Aufgaben und kristallklare Rollenverteilung. Und die Gefahr, die sich darin verbirgt, ist, dass Hauskreise einfach nur eine riesige To-Do-Liste oder eine Umsetzung von einer genialen, komplexen Strategie sind, die letztendlich genau dazu führt, wo Martha es hingeführt hat. Nämlich, man ist nur noch frustriert und man fühlt sich im Stich gelassen und man beschwert sich bei Gott, denn das tut sie. Sie beschwert sich nicht bei Maria, sie beschwert sich bei Jesus. Kümmert es dich nicht, Jesus? Und das ist das Ende dieser Art von Pseudo-Anbetung. Pflichten im Zentrum. Aufgabenerfüllung im Zentrum. Und das ist auch die Gefahr für Hauskreise, Lieben. Deswegen rede ich immer wieder und versuche das ganz praktisch schon in unsere Herzen zu sehen. Wir wollen keine Hauskreise in der Gemeinde haben. Und ich gehe jetzt einfach mal vom Gastgeber aus, ja? Wo die Leute in dein Haus kommen, wie hier. Und wenn sie dann gehen und du die Tür zumachst, dann atmest du durch. Puh, endlich vorbei. Endlich sind sie wieder weg. Wieder eine Woche Pause. Sondern wir wollen Hauskreise, die so sind, dass du durchatmest und entspannen kannst und du selbst sein kannst und dich freuen kannst, wenn du die Tür öffnest für das Hauskreistreffen. Aber hier sehen wir, die Gefahr ist real, die Gefahr ist echt. Nicht nur Nachlässigkeit ist eine Gefahr für unsere Hauskreise. Vom Hauskreis zu Hause bleiben oder als Gastgeber nicht gut aufgeräumt zu haben. Oder als Gastgeber keinen Tee anzubieten. Oder als Hauskreisteilnehmer eine bestimmte Leseaufgabe nicht gelesen zu haben oder dergleichen. Das ist nicht die einzige Gefahr. Das sehen wir hier. Die Gefahr der Nachlässigkeit ist nicht die einzige Gefahr, sondern auch die Gefahr des Aktivismus. Im Hamsterrad zu laufen ohne Ende und dabei sein eigenes Herz aus den Augen zu verlieren, solange bis man durch seine eigenen Worte und durch den eigenen Frust, der aus einem raussprudelt, sehen muss, wo mein Herz ist und wie weit weg es von dem Herrn Jesus gekommen ist. Eine Gemeinde kann damit beschäftigt sein, nur wichtige Dinge zu tun. Und das eine, was notwendig ist, tun sie nicht. Das kann Gemeinde sein. Alles, was wir hier tun, ist richtig und gut und nützlich. Jesus würde sagen, Hoffnungskirche, Hoffnungskirche. Eines ist notwendig. Und genauso wie Jesus sich an sie wendet und der Heilige Geist diesen Text in unsere Zeit hineingetragen hat, so spricht Jesus auch heute zu dir. Weißt du, kennst du schon
diese frohe Botschaft, dass Jesus so einen Dienst nicht will. Dass Jesus so einen sich kaputt machen und voller Frust sein tadelt. Dass wenn das deine derzeitige Erfahrung ist, dass Jesus dich davon wegholt. Er spricht und er nennt Martha beim Namen und er nennt dich beim Namen. Und spricht dich darauf an. Jesus sagt, Martha, Martha. Und wenn in der Bibel ein Name wiederholt wird, dann ist das, wir heute kennen das gar nicht mehr so. Damals war es das Mittel, um jemanden auf eine sehr intime und nahbare Art anzusprechen. Mose, Mose, sagte Gott in der Wüste am Sinai. Und hier spricht der lebendige Gott in Christus, Martha, Martha. Man hört einfach Zärtlichkeit und Erbarmen in der Stimme von Jesus. Er sagt nicht, Martha, du hast hier alles falsch gemacht. Hätte er sie so angesprochen wie sie ihn, hätte Jesus wohl gesagt, Martha, interessiert es dich nicht, dass du hier gerade alles falsch machst? Aber wenn deine derzeitige Erfahrung das ist, dass du quasi im Pflichtbewusstsein lebst und schon voller Frust bist und genauso wie Martha über Maria frustriert war, bist du frustriert über so viele Leute hier. Aber Jesus kommt dir nahe und sagt, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Er spricht das an, was in ihrem Herzen ist und er sieht ein Herz, was voller Steine, voller schwerer Lasten ist. Das ist die Realität über Martha. Nicht, dass sie ein Vorbild ist, eine Dienerin, denn während sie das alles tut, ist ihr Herz nicht voller Demut und Liebe, sondern voller Stolz und Selbsteifer und Selbstgerechtigkeit. Das ist für mich hier ein Gänsehautmoment, wenn wir uns bewusst machen. Martha dachte, sie ist das Vorbild im Raum und andere sollten sich an ihr eine Scheibe abschneiden, nämlich Maria. Und die Realität ist, dass die sie für abtrünnig hält, in Wahrheit ihr Vorbild ist. Ihr Lieben, wir haben ein Herz, das von Sünde behaftet ist. Die Sünde durchzieht das Herz wie die Wurzeln einer Pflanze. Trügerisch ist das Herz. Wir sind in Sünde geboren und deshalb haben wir ein Herz in uns, dem wir nicht vertrauen können. Ein Herz, das uns betrügt. Ein Herz, das uns fehlleitet. Ein Herz, das uns dazu bringt, dass wir uns so sicher sein können, dass wir richtig liegen. Und die anderen uns zum Vorbild nehmen sollten. Aber die Augen von Jesus würden sagen, du solltest genau den zum Vorbild nehmen, den du verurteilt hast. Oh, lasst uns das hören. Lasst uns eine Ehrfurcht vor unserem eigenen Denken bekommen. Luther hat das so ausgedrückt, wie nur Luther es kann. Er sagte, ich fürchte mich vor meinem eigenen Herzen mehr als vor dem Papst und all seinen Kardinälen. Weil er wusste, dass da in ihm ein Herz schlägt, was von Sünde behaftet ist. Und das spricht Jesus an. Er greift ein. Er spricht sie liebevoll mit Namen an. Und deswegen, lass mich dich fragen. Wusstest du, dass Jesus diesen Dienst gar nicht möchte? Wusstest du, dass Jesus kein harter Meister in deinem Leben ist, der deine guten Taten einfach mathematisch berechnet und dir am Ende deiner Tage dann sagt, ob es gereicht hat? Wusstest du, dass er kein Interesse an einem Dienst hat, der dich kaputt macht? Bist du über andere hier vielleicht in dieser Gemeinde nur noch frustriert, während du denkst, dass du einer von den Guten hier bist, von den Fleißigen und andere sollten dir eigentlich folgen und sie tun es nicht? Lasst uns heute uns von Jesus durchschauen lassen. Aber weißt du, wenn das in deinem Herzen ist, dann muss es auch heute ans Licht. Und wenn du am liebsten sagen würdest, Jesus, interessiert es dich nicht, wie fertig ich bin?
dann musst du das ihm heute sagen. Denn wir, ihr Lieben, unser Selbstbild heute und vor den anderen Jesus-Nachfolgern gut und reif zu wirken, hält uns manchmal davon ab, ehrlich zu sein vor anderen und vor Gott. Auf einen Hauskreis übertragen könnte das so ablaufen. Du reißt dich die ganze Zeit zusammen. Du tickst nicht aus wie Martha und kommst und sagst, sag mal, interessiert's euch nicht, das, das und das? Nein, du tust es aber nicht, weil das nicht in deinem Herzen ist, sondern nur, weil du nicht als unreif oder unbeherrscht vor den anderen wirken willst. Es muss ans Licht, was in deinem Herzen ist, denn Gott sieht auf dein Herz. Deswegen, möchtest du das heute Jesus sagen? Ist das dein Empfinden? Denn solange das nicht rauskommt, wirst du wohl kaum diese Worte von Jesus hören, der dir sagt, mein Kind, du hast viel Mühe und viele Lasten. Und du hast aus den Augen verloren das eine, was notwendig ist. Und was dein Glück ist und was deine Kraft ist. Womit wir zum zweiten kommen, nämlich die eine absolute Notwendigkeit. Und Jesus möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die zu den Füßen von Jesus sitzt. Ich spreche hier über die Wichtigkeit, dass die größte Notwendigkeit in unseren Hauskreisen, in unserer christlichen Gemeinschaft, ja die größte Notwendigkeit deiner Gespräche heute nach dem Gottesdienst ist, dass das Wort Gottes in unserer Mitte gehört wird in so einer Weise, dass es so ist wie in dieser Geschichte. Wir sitzen zu den Füßen von Jesus, der uns lehrt, der uns sein Wort gibt. Marias Verhalten war damals skandalös. Skandalös! Damals waren Frauen für den Haushalt da und sie sollten auch nichts anderes tun. Damals war es so, dass zu den Füßen eines Meisters nur seine Nachfolger, was damals nur Männer waren, nur seine Männer quasi zu seinen Füßen sitzen sollten. Von Frauen war damals das Bild, sie sollten sich eher so um die einfachen Dinge kümmern. Die Frauen, es ist nicht so wichtig, dass sie so gebildet sind. Die Männer sollen in der ersten Reihe sitzen, die Männer sollen hören. Die Männer sollen das Privileg haben, nahe bei Jesus zu sein. Sie bricht mit der Routine. Sie sieht in Jesus etwas, das sie so einlädt, dass sie auf die kulturellen Gegebenheiten pfeift und sich zu den Füßen Jesus hinsetzt. Und sie lässt ihre Schwester dienen. Sie lässt ihre Schwester alleine. Sie sitzt bei Jesus und Jesus sagt nicht, oh wow, Maria, das ist aber jetzt hochnäsig. Geh mal bitte und helf in der Küche, da ist dein Platz. Nein, Jesus lobt sie, er lobt sie. Jesus bricht mit der Kultur, sobald sie sündhafte Formen annimmt. Damals ein Skandal, dass Jesus Kinder zu sich gelassen hat. Damals ein Skandal, dass Jesus so viel Zeit mit Frauen verbracht hat, freundschaftliche Beziehungen zu ihnen hatte, dass er sich ihnen zuerst offenbart nach seiner Auferstehung, dass er sich von ihnen für seinen Tod salben lässt. Du bist Gott wichtig. Natürlich, egal ob Mann oder Frau, aber hier ist die Botschaft wie so an die Frauen. Du sollst genauso nahe bei Jesus sein wie jeder andere. Und das nennt Jesus notwendig. Und was tut Maria? Was ist wahre Anbetung? Was ist das eine Notwendige? Vers 39. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Sie saß. Das ist gewaltig, finde ich. Jesus lobt sie dafür, dass sie einfach nur sitzt. Maria tut in dem ganzen Textabschnitt nichts. Sie spricht noch nicht mal ein Wort. Sie räumt keinen Teller vom Tisch ab. Sie macht absolut nichts. Sie macht eine Sache. Sie sitzt an der richtigen Stelle. Sie sitzt zu den Füßen des Messias. Sie sitzt zu den Füßen des leibhaftigen Wortes Gottes und hört zu. Und Jesus sagt, gut. Das ist notwendig.
er lobt sie. Und heute bedeutet zu den Füßen Jesu sitzen, zu den Füßen seines Wortes zu sitzen. Denn dies wird in der Bibel, in Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus genannt. Die ganze Heilige Schrift ist das Wort des Christus. Das Alte Testament verheißt Christus und zeugt von Christus. Und das Neue Testament offenbart Christus und kündigt seine Rückkehr an. Die ganze Bibel dreht sich um Christus. Es ist sein Wort. Und wenn wir heute lebendige Hauskreise und ein lebendiges Leben und eine lebendige Nachfolge haben wollen, höre dieses eine Wort. Eines ist notwendig in deinem Leben. Eines. Und nicht nur das eine ist notwendig, sondern alles andere kann warten. Der Abwasch kann warten. Meine Güte, die Kinder können warten. Eins ist notwendig, nämlich dass du zu den Füßen von Jesus sitzt. Denn da passiert etwas. Das ist nicht einfach nur, ich höre mir eine Geschichte an, sondern wenn Jesus spricht, dann passiert etwas. Denn das Wort Gottes ist lebendig und zweischneidig. Es durchdringt Mark und Bein. Es dringt in unser tiefstes Wesen hinein. Und dort verändert es Dinge. Und deswegen möchte ich den Rest der Predigt, diesen letzten Teil, damit verbringen, uns in Erinnerung zu rufen, wie essentiell und wie kraftvoll dieses Wort ist. Denn ich bin fest davon überzeugt, die meisten hier leben kein Leben, wo sie jeden Tag mit dem Wort Jesu beginnen. Und das zeigt mir, dass die meisten hier entweder vergessen haben oder noch nie wirklich verstanden haben, was das eigentlich ist. Ich kann dir sagen, wenn du vom Wort voll bist, hast du den Sieg über Sünde. Wenn du vom Wort voll bist, dann bist du glücklich und hast einen Frieden und eine Lebensfreude, die es nicht in der Welt gibt. Wenn du vom Wort voll bist, bist du vom Heiligen Geist voll. Wenn du vom Wort voll bist, dann bist du mit Christus voll. Wenn du vom Wort voll bist, dann lebst du in der Nähe Gottes. Wenn du vom Wort erfüllt bist, dann hast du den Sieg über Sünde. Und das zeigt uns Gottes heiliges Wort selbst. Maria sitzt nicht auf Augenhöhe mit Jesus, sondern zu seinen Füßen. Und ich lade dich, Hoffnungskirche, ich lade mich ein. Ich rufe uns zu, lasst uns bitte heute die Entscheidung treffen, dass wir eine Gemeinde sind, die das eine, was notwendig ist, tut und alles andere kann warten. Die Botschaft dieses Gleichnisses ist nicht, dass der Dienst für Jesus egal ist. Die Botschaft dieser Geschichte ist nicht, dass Gott es nicht wichtig ist, dass wir in seinen Geboten leben und gute Werke tun. Nein, die Botschaft hier ist, dass wenn das eine, das notwendig ist, auf Platz zwei kommt, wird alles andere verunreinigt. Da kannst du äußerlich noch so wie der größte Diener aussehen, wie Martha selbst, und du bist voller Mühe und Frust. Und stolz. Aber wenn das eine, das notwendig ist, Platz eins ist, dann wird alles andere mit Leben gefüllt. Und das möchte Jesus für uns als Gemeinde. Deshalb lasst uns heute bitte den Entschluss treffen, dass wir eine Gemeinde sind und du persönlich ein Nachfolger bist, der zu den Füßen von Jesus lebt. Hier einige Verheißungen und Eigenschaften des Wortes Gottes. Warum ist das so wichtig? Zuerst 1. Johannes 1, Vers 1. 1. Johannes 1, Vers 1. Und dort ist eins der wichtigsten Merkmale über das Wort Gottes. Dort heißt es nämlich, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom, Achtung, vom Wort des Lebens. Und jetzt Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ich sage dir mit einfachen Worten, was Johannes hier sagt. Was ich mit Jesus erlebt habe, verkündige ich dir,
denn ich verkündige es dir, damit es passiert, dass du durch mein Verkündigen in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und seinem Sohn kommst. Verkündigen, zuhören, führt zu Gemeinschaft. Das steht hier drin. Wir verkündigen es euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Wort Gottes hören bedeutet, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu kommen. Dann, was ich vergessen habe zu erwähnen, in unserem Text, da sagt Jesus es so, sie hat das gute Teil gewählt, was nicht von ihr genommen wird. Sie hat etwas gewählt, was nicht von ihr genommen wird. Das heißt, Maria hat nicht nur zugehört, sondern sie hat etwas empfangen. Jesus hat ihr etwas gegeben, während er geredet und gelehrt hat. Leben gegeben. Sie wird das nicht verlieren. Das heißt, Wort Gottes hören bedeutet, von Gott zu empfangen. Apostelgeschichte 20 zeigt uns, es ist das Wort seiner Gnade. Dieses Wort zu lesen bedeutet, Gnade zu empfangen. Es ist das Wort, durch das jeder Einzelne, der hier wiedergeboren ist, wiedergeboren wurde. Denn ihr seid gezeugt worden durch das lebendige Wort Gottes, steht in 1. Petrus 1. Und in Jakobus 1 heißt es, Jakobus 1, Vers 18, er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Wiedergeburt geschieht durch das Wort. Die Welten hat Gott durch sein Wort geschaffen. Es heißt nicht, Gott machte Himmel und Erde, sondern Gott sprach Himmel und Erde. Es werde Licht und es werde eine Feste und es werde ein Licht am Himmel und alle Sterne und es werde dies und jenes. Gott spricht und es wurde. Gott erhält durch sein Wort das ganze Universum. Alle Dinge existieren durch sein Wort. Er trägt alle Dinge durch sein Wort. Hebräer 1, Vers 3. Alles tut Gott durch sein Wort und nichts tut er ohne sein Wort. Der Herr Jesus ist selbst das Wort Gottes. Gott ist ein Wortgott. Er ist ein Gott, der sich so mit seinem Wort identifiziert, dass er selbst das Wort ist. Und weil er das Wort ist, ist dieses Wort lebendig und wirksam und hat Schöpfungskraft und Verwandlungskraft. Sein Wort macht uns Jesus ähnlicher. Du willst in der Heiligung wachsen? Studiere sein Wort mit Gebet und Nachsinnen. Das steht in 2. Korinther 3, Vers 16 bis 18, dass wir in Gottes Wort seine Herrlichkeit sehen und währenddessen verwandelt werden in sein Bild. Eine weitere Verheißung, 2. Timotheus 3, Vers 16, 17, ihr alle kennt den Vers. Alle Schrift ist von Gottes Geist eingehaucht und hat den Nutzen, uns zu lehren, uns zu überführen, zurechtzuweisen und uns in der Gerechtigkeit zu erziehen, damit der Mensch Gottes vollkommen ist, für jedes gute Werk völlig ausgerüstet. Du willst ausgerüstet sein für jedes gute Werk, das Gott für dich vorbereitet hat? Studiere sein Wort, lass es in dir wohnen, werde die Wohnung vom Wort Gottes. Womit ich zum nächsten und vorletzten Vers komme, Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das Ziel ist nicht, dem Wort Gottes morgens kurz Hallo zu sagen, wie man den Arbeitskollegen nach und nach Hallo sagt, wenn man an seinen Arbeitsplatz läuft. Denn das wird dich den Rest des Tages nicht mehr beschäftigen. Du wirst dich vielleicht auch gar nicht mehr erinnern, ob du die Person überhaupt gegrüßt hast. Nein, das Wort soll in uns wohnen, Geschwister. Es soll so auf uns wirken, dass es sich in unseren Gedanken und Herzen selbstständig machen kann. Dass es unser Denken beherrscht. Dass es unser Denken einhüllt und erfüllt. Der letzte Vers in Johannes 15, die ersten Verse, ihr kennt sie alle. Und worauf ich euch aufmerksam oder woran ich euch erinnern möchte, ist, dass Jesus sich selbst in diesem Absatz austauschbar verwendet mit seinem Wort. Er sagt zuerst, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. Und dann sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, bringt ihr Frucht. Wenn du willst, dass Christus in dir bleibt und in dir wohnt, dann lass sein Wort in dir wohnen, denn er ist das Wort. Und deswegen hier, lass mich beenden mit einigen praktischen Anwendungen. Stelle sicher, dass du jeden einzelnen Tag deines Lebens mit diesem lebendigen Wort verbringst. Am Vorabend Serien zu gucken oder sich bis in die Nacht zu beschäftigen, das, lieber Bruder, liebe Schwester und auch lieber Peter,
ist nicht notwendig. Lieber früher schlafen gehen und dafür aber die Kraft haben, in der Frühe aufzustehen und in der Stille und das Wort zu hören. Das brauchst du und das gibt dir Leben. Deshalb bitte vertraue nicht auf deine Serien. Du weißt es ja selbst, wie leer man ist, wenn man die ganzen Dinge ausschaltet. Und für Serien, falls du sagst, ich gucke keine Serien, aber vielleicht machst du was anderes. Es ist wichtig, dass wir früh genug zu Bett gehen, damit wir morgens in der Frühe aufstehen und zuerst uns füllen lassen können. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin morgens so oft gar nicht motiviert für den Tag. Und wenn ich mich nicht zu den Füßen Jesu morgens hinsetze, dann sind diese Tage sehr oft katastrophal. Katastrophal. Aber wenn ich zu den Füßen Jesu gesessen habe, dann bin ich mit Leben gefüllt und kann sagen, Herr, ich will heute gerne sterben, weniger werden, damit du mehr wirst, damit ich mehr lebe in dir. Beginne deinen Tag mit Jesus, zu den Füßen Jesu in seinem Wort. Lass uns für unsere Hauskreise aus dieser Predigt bitte mitnehmen, wie wichtig es ist, dass auch wenn wir verschiedene Hauskreisausrichtungen haben, dass doch überall das zentrale Element ist, dass das Wort des Christus reichlich in uns und unter uns wohnt. Denn das ist das Leben Gottes in der Gemeinde. Das ist die Wegweisung und die Kraft Gottes in der Gemeinde. Und das Letzte, das Wort in der Familie. Lasst uns bitte in unseren Familien, wenn die Kinder schon groß sind und aus dem Haus sind, dann in deiner Ehe. Und wenn du kleine Kinder hast, so lass das Wort in deiner Familie wohnen. Lass keinen Tag vergehen, an dem ihr nicht als Familie zusammenkommt. Man muss immer wieder neue Wege finden, entsprechend des Alters der Kinder. Neue Bücher, andere Materialien. Aber es ist wichtig, dass egal wie alt die Kinder sind oder wie die Familienkonstellation und wie die Möglichkeiten aussehen, lasst uns jeden Tag als Familie auf die eine oder andere Weise wirklich das Wort des Christus unter uns wohnen lassen. Für die einen ist es am besten am Mittagstisch vor dem Essen, für die anderen besser am Mittagstisch nach dem Essen, wenn da die ganze Familie zusammen ist. Für die anderen ist es besser kurz bevor man zu Bett geht und die Kinder ins Bett gehen. Und so, liebe Eltern, ihr habt die Verantwortung. Ihr habt die Verantwortung, nicht ich. Ihr habt die Verantwortung, also ich meine jetzt mich, weil ich Pastor bin. Ihr habt die Verantwortung, eure Kinder zu lehren und zu unterweisen auf den Wegen des Herrn. Erzieht eure Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn, heißt es in Epheser 6. Deshalb tut es. Und da, wo ihr Hilfe braucht, ich weiß von einigen Familien hier in der Gemeinde, zu denen ich nur aufsehen kann, die das Wort Jesu so wunderbar in ihrer Familie wohnen lassen. Das macht mir so eine Freude und so eine Hoffnung für die neue Generation. Es gibt genug, bei denen du dir Rat einholen kannst, aber bleib nicht stehen. Lasst uns zu Jesu Füßen sitzen, an jedem einzelnen Tag unseres Lebens. Amen.